Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Unbound. Wir begeben uns jetzt auf den Weg zum Rennen mit dem Auto. Ich freue mich schon sehr, denn RX-8 ist einfach ein schönes Fahrzeug. Da ist ein Bär. Bin ich hier noch nie lang gefahren? Ja, denn ein RX-8 ist einfach ein wunderschönes Auto. Muss ich ja einfach mal so sagen. So, ich hoffe, dass das ein Undercover Cop ist und kein, okay. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, wie schnell ich war, um den Cop da wegzurammen. Habe ich 250 gekriegt, weil ich den Cop weggerammt habe? Das wäre ja mega lukrativ. Dann sollte ich einfach mehr Cops wegrammen. Das wäre wirklich cool. Da wollte ich jetzt nicht das mitnehmen. Aber um halt so einen Zweierkopf wegzurammen, also so ein Offroad-Fahrzeug, muss ich halt schon gut Speed drauf haben auf jeden Fall. Sonst brauche ich das nicht angehen. Okay. Wir fahren jetzt. Hallo, Auto, lenk doch bitte. Okay. Ich habe ja ein bisschen Steuerung umgestellt. Ich dachte gerade, der will mich hier einfach stumpf in die Leitplanke schicken, aber nein, der will mich hier hinten lang schicken, das habe ich nicht gesehen. Ich habe übrigens OBS jetzt einfach mal nicht so groß aufgemacht, dann gucke ich vielleicht nicht so oft dahin. Mal schauen, vielleicht geht das auch komplett in die Hose. Okay. Wir starten den Skyline Sprint, um unseren Mazda RX-8 zu gewinnen. Welches Auto kann eigentlich schneller fahren? Der hier. Und der ist nicht mehr voll. What the fuck, warum kann der schneller fahren? Egal, wir machen das mit dem hier. Wetten gegen Harlow 800. Gewinnen wir wenigstens nochmal 800. Und legen los, würde ich sagen. Meine Güte. Ich glaube, bei den Rennen war es einfach wichtig, früh weit vorne zu sein. Denn je später man weit vorne ist, desto später hat man Endgeschwindigkeit, ne? Also ein guter Start ist da einfach wichtig, dass man gute Geschwindigkeit aufbaut. Ich habe immer noch die Befürchtung, dass wir endgeschwindigkeitstechnisch nicht mit den anderen mithalten können. Verfolgt du mal. Kannst du not, das Rennen ja auch zweimal oder drei oder fünfmal neu starten. Ich bin mir gerade tatsächlich nicht sicher, wie oft. Okay. Ich habe mich von den gelben Schildern ablenken lassen, dass ich dachte, wir müssen da abfahren. Das war ziemlich dumm. Wir haben übrigens die Aufgabe, einen Racer zu zerstören, von dem ich nicht mal wusste, ob es bisher geht. Und jetzt weiß ich, dass es geht, aber ich weiß nicht, wie einfach das ist. Also einfach anfahren ist es, glaube ich, nicht. Wenn einer quer steht, könnte ich mir das vorstellen. Bei wie viel Prozent bin ich? Bei 60, okay. Und die haben scheinbar nicht viel mehr Endgeschwindigkeit als wir. Okay, Undercover können wir mit 260 abhängen. Den Interceptor offensichtlich nicht, also hier die Corvette, ne? Ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt nochmal schneller fahren können, wenn wir... Ne, können wir nicht. Okay, ist Endgeschwindigkeit, schade. Ja, verpiss dich mal, Bruder. Lass mich mal einfach in Ruhe. Oh, herrlich. Schön in so ein Auto geschoben. Ehre, RX-8 gewonnen. Aber dafür 15-2 verloren. Irrelevant, ne? Also Geld ist halt wirklich nichts wert in dem Spiel. Also was heißt nichts wert? Natürlich ist das schon das wert, aber es ist halt im Verhältnis irrelevant. Schön, ein gutes Auto gewonnen. Ich denke, ich werde übrigens den, einen Eimer verkaufen. Ich habe gerade vergessen, wie er heißt. So, ob ich jetzt als nächstes das mache oder das, ist erstmal irrelevant. Das ist aber in der Nähe. Das heißt, ich glaube, ich mache das. Aber erst nachdem ich... Das sollte sie aufhalten.
Nachdem ich Dingens. Ja, sei du mal mit dem Sonderwagen zur Stelle, ich verpiss mich mal in der Zeit. Hä? Wie hast du so schnell gewendet? Wir können das nicht mehr lange durchhalten. Genau, du bleibst mal da stehen. Und ich kümmere mich um die Korvette hier. Gut, alles was von vorne kommt, können wir natürlich crashen einfach. Aber alles was von hinten kommt, natürlich nicht. Das ist schon mal gut. Wir haben jetzt nur das Problem, dass hier so ein Stufe 5 Ding ist. Wenn ich hier schön im Gegenverkehr fahre, ne, dann besteht für mich natürlich die große Gefahr, dass ich crashe. Aber es besteht für ihn natürlich auch die große Gefahr, dass er crasht. Ungefähr so. Genau, du bleibst nur da und ich verpiss mich hier jetzt. Okay, Auto, lenk halt gar nicht. Also lenk halt wirklich gar nicht gerade. Straßensperre ist nicht mal ansatzweise in der Richtung, wo ich hinfahre. Das ist jetzt natürlich scheiße. Gut, wir müssen die jetzt abhängen, ne? Kurzer Real Talk. Wie lange bräuchten wir bis hier unten? Hier unten sind die Tunnel irgendwo, ne? Ich bin mir jetzt gerade leider nicht hundertprozentig sicher, wo die Tunnel sind. Hätte ich mir vielleicht mal merken sollen. Scheiße. Ich meine, die waren unten links. Also hier irgendwo. Hier oder so. Scheiße. Im Zweifel können wir auch einfach mal kurz... Müssen wir den Helikopter vorher abschütteln, in die Stadt fahren. Dann müssen wir in die Stadt fahren. Das ist okay, dass ihr mich nicht seht. Ey! Das ist doch scheiße! Ich hatte ihn so schön abgehängt beim Gelände, war unsichtbar für die... War weg. Nö, sehen wir nicht. Hier, zurücksetzen. Das war Schmutz. Das war einfach Schmutz. Ich dachte mir, schön umgehen. Nein. Naja, egal. Wir fahren jetzt da hinten hin. Ich würde auf dem Weg gerne noch durchaus eine Tankstelle mitnehmen, aber ich fahre jetzt nicht zwingend hin. Wenn einer auf dem Weg ist, nehme ich die mit, ansonsten halt nicht. Und bis dahin würde ich sagen, drauf geschissen. So. Genau, wir mussten nämlich mindestens nach 4 Sterne Verfolgung kommen. Es ist scheinbar wirklich mindestens, weil wir hatten jetzt gerade eine 5 Sterne Verfolgung. Das ist nicht gut. Da kommt nämlich ein Heli. In Ulm geht einer ab, wenn sie diese Rennfahrer von der Straße jagen. Ist das echt nötig?
nötig? Lass es mal Klartext denken. Also ich finde es halt immer noch schwierig, dass Fahrzeug repariert. Warum? Kannst du dich bitte verpissen, kleiner Helikopter? Danke. Ich finde es halt immer noch schwierig, dass ich kein Auto tauschen kann, dass es dann eine geringere Fahndungsstufe hat. Das wäre echt cool. Ja, ansonsten, so mit Racern ist halt so eine Sache, ne? Du kannst halt sagen so, ja, die sind doch harmlos, die tun doch keinem was, aber im Endeffekt begehen die halt jedes Mal eine schwere Verkehrsgefährdung und stellen halt schon ziemlich viele Leute, stellen das Leben von ziemlich vielen Leuten aufs Spiel, also. Gut, in dieser Stadt wird hier halt maßlos übertrieben, so wie in jedem Need for Speed Teil mit Cops, aber ansonsten ignorieren kannst du halt auch nicht. So, let's go. Natürlich wieder gegen Harlow. Leider nur 800. Ich meine, wir hatten mal mehr am Anfang gekriegt. Liegt das daran, dass unser Auto jetzt einfach so hoch ist von der Stufe? Also ist ja maximal Stufe A plus. Das ist ja maximal so, dass es noch nicht Stufe S ist. So, ich habe übrigens nicht darauf geachtet, was für ein Rennen es ist. Na Gott, ein Helikopter. Der uns aber tatsächlich nicht gekriegt hat, Ehre. Ich hab voll nach rechts eingelenkt gehabt, aber Auto hat halt gedacht, nö, machen wir nicht. Ich wollte den Kopf eigentlich wegrammen. Aber da wollte das Auto überhaupt nicht nach rechts fahren. Ich wollte schön so zwischen dem Dude da und der Wand durch, um den Kopf da rechts wegzuhämmern. Das wäre zwar jetzt nicht gut gewesen von einer zeitlichen Einschränkungen her, weil wäre ich wahrscheinlich auch so weit hinten gelandet. Aber ich hätte halt vollen Dingens gehabt. Habe ich gerade mitgekriegt, dass die gar einen Fick auf Yes geben? Also, wird mir ja gut gefallen, ne, aber hörte sich jetzt erstmal nicht so an, als ob die übel auf Yes abgehen. Ich bin auf jeden Fall immer noch in Reichweite, das gefällt mir. Mein Problem ist, dass ich Endgeschwindigkeit erreicht habe und der mich einfach überholt, als ob ich stehe. Jedes km/h zählt. Ich denke, das Rennen darf ich neu starten. Hat sich da gerade einer von unseren Mates richtig aufs Maul gelegt? Da habe ich leider wohl ganz anders hingeschaut. Ich habe gerade nach links unten geschaut, was mit dem Kopf-Kader vor uns ist und dem Helikopter. Schnapp ich neu. Oder warte, welchen Platz sind wir? Dritter, ja, schnapp ich neu. Macht keinen Sinn, das jetzt zu Ende zu fahren. Und dann sollte ich nicht unbedingt auf Cop-Car-Kills gehen, sondern einfach auf Erster werden. Genau. Hey, hast du das überhaupt? Sehr schön. So, ich habe ja das Handling ein bisschen angepasst. Gefällt mir schon mal eine ganze Ecke besser. Das Auto fängt nicht auf einmal an, wild aus der Kurve zu fliegen. Obwohl wir allen Anpressdruck haben, den es gibt und allen Grip. Aber das weiß ich ja schon, ne? Ich habe ja auch keine Ahnung von Technik. Von daher, ach Gott, ein Stufe 5 Auto auch noch. Ich habe die Hoffnung, dass wir den abgehängt kriegen. Lenken, Auto, danke. Schauen wir mal. Also erstmal sind beide Autos schön weit hinten. Und kümmern sich hoffentlich ein bisschen um unsere Mates. Nee, okay, der will nur mich. Scheinbar. Der ist echt schnell. Ich zweifle an, dass so eine Karre 280 fährt. Ich habe ihn echt in den Dingens reingelockt, ey, geil. Das war schön. Das war wirklich schön. Ja, es hat mir sehr gut gefallen. 62%. Ich weiß gar nicht, wo wir eben waren. Ich meine auch so um die 60%, 70%, 80%. Harlow kommt da gerade einfach angefahren, als ob es nichts wäre. Oh ne, es ist Justica, okay.
fährt halt wirklich einfach durch, als ob wir stehen würden, ne? Die ist halt echt schnell. Heißt, wir kriegen das Geld, glaube ich, nicht. Richtig? Weil das hier ein Alles-oder-Nichts-Rennen ist. Das heißt, ich muss das nochmal wiederholen. Scheiße. Das mit dem einen Fehler und du bist erledigt, zähle ich für dich genauso, aber du machst leider keinen Fehler mehr. Okay, also ich gehe davon aus, dass wir jetzt nichts kriegen, weil die Wette, also weil es ein Alles-oder-Nichts-Rennen ist, richtig? Doch, wir kriegen was. Ja, für zwei mehr? Nee, drauf geschissen. Habe ich jetzt Cops hinter mir? Ich habe gerade nicht drauf geachtet, ob keiner hinter uns ist. Ja, scheiße. Ich sehe nicht mal einen. Da! Oh Gott, jetzt kommen aber mal fünf Leute von vorne, ey, was soll denn das? Gut, wir hätten noch das 24er-Rennen, das ist das Dingens, ne? Ja genau, das ist das Alles-oder-Nichts-Rennen. Das ist okay. Okay, das killt ihn nicht, natürlich nicht. Wir werden natürlich instant richtig weggerackt. So, stopp mal. Wo kann ich denn hinfahren? Das ist ja alles nicht gut. Ich könnte mich auf den Highway machen. Let's go. So. Ich hoffe nicht so lange. Bin ich ehrlich. Wir haben leider mit dem Auto auch schon eine Reparatur hinter uns. Den dicken haben wir auf jeden Fall schon mal abgehängt. Ich bräuchte also demnächst mal am besten eine Tankstelle. Hä? Wer hat mich gesehen? Das dürfte der Heli sein, oder? Nee. Sucht in der Gegend, findet sie. Halt mal kurz die Backen. Ich muss dahin. Warte, dahin. Jetzt möchte ich gerne mal wissen. Scheiße, der ist genau auf der Straße, wo wir dran stehen. Das heißt, ich muss eigentlich nach hinten fahren. Der ist hier unten. Damit habe ich nicht gerechnet, dass der hier unten ist, leider. Schade, da wollte ich eigentlich hoch. Auto! Bisschen fahrbarer, bitte. Ihr seid direkt hinter mir. Okay, ich kann hier nicht dahin, wo ich dachte, dass ich hin könnte. Sonderwagen verfolgt das Ziel mit den anderen Einheiten. Meine Güte, ey. Paare sind ja schon zu Ende. Also eigentlich habt ihr mich getroffen. Ehre. Krieg mich mal bitte nicht. Findet sie! Ich musste gerade nur weg von der Straße. So, fahrt ihr da hin? Da kommt ein Heli. Das heißt, ich muss erstmal ignorieren. Und weg. Da kommt noch einer. Von vorne. Das ist kompletter Schmutz. Also jetzt mal for real. Das ist leider halt echt nicht gut. Wenn ich das bei denen mache, bewegen die sich halt keinen Meter, ne? Boah, Alter. Kopf
Fernverfolgung hier in dem Spiel sind echt nervig. Leider. Komme ich irgendwie einfach dahin? Ja, komme ich. Und natürlich tritt Verstärkung ein, nachdem die halt schon 8-mal Verstärkung gekriegt haben. Die verfolgen gerade 4 Karren. So, ab auf der Autobahn bei der nächsten Gelegenheit. Wir machen jetzt noch eben diese Verfolgung zu Ende und dann mache ich morgen das Rennen. Sage ich jetzt einfach mal so. Wurdet ihr? Ich habe keinen Credit dafür gekriegt. Ah, scheiße! Der kann uns nicht sehen. Das war so kabliert, war das knapp, ey. Scheiße. Okay. Beim nächsten Mal machen wir das Rennen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Und bis dahin. Neuer Rekord. Und einen Stern gemacht. Wow. Tschüss.